WWE ist in Europa und es gab auch aus Europa, aus London, aus England, aus der O2 Arena eine Smackdown-Ausgabe zu sehen diese Woche. Die Smackdown-Ausgabe vom 21. April 2016 werden wir jetzt besprechen. Wenn ich sage wir, meine ich natürlich meine Wenigkeit und den Carsten. Ich grüße dich. Ja, hallo, auch von mir. Wir starten gleich zu SmackDown rein, verlieren nicht unnötig viel Zeit, denn es gab im Anfangssegment ein Miss-TV-Segment, kann man sagen. The Miz und Maryse eröffnen SmackDown und kommen gleich auf AJ Styles zu sprechen, der ja ein Part des Main-Events bei Payback sein wird. Styles kommt raus, redet nochmal über Gallows und Anderson, sagt eben, dass er keine Hilfe benötigen würde. Miz stichelt dann noch so ein bisschen gegen Styles, gegen Anderson und Gallows natürlich auch und küsst dann hier seine Frau richtig schön wieder am Abschlabbern, bis AJ Styles die beiden unterbricht und damit dann für die Ansetzung am späteren Abend gesorgt hat. Das heißt, AJ Styles gegen The Miz gab es dann im Laufe des Abends noch, kommen wir gleich zu. Das erstmal zum Anfangssegment, fand ich sehr, sehr cool gemacht. Ich meine, der Charakter von The Miz bekommt halt einfach immer wieder eine Aufwertung. Er ist dieser typische, ja, arrogante, selbstgefällige und irgendwie auch eigenartige, aber skurril guter Heel. So, das war jetzt eine Beschreibung. Uiuiui, was denkst du über das Segment? Ja, also zwei Top-Leute in diesem Segment auf jeden Fall, mit Miz und AJ. Und einfach wieder sehr, sehr gut gemacht von Miz. Also diese ganze Miz-TV-Ausgabe fand ich diesmal wieder richtig stark. Gibt manchmal auch ein paar schwächere natürlich. Aber die fand ich alles in allem wieder richtig stark, weil viel drin war. Man hat halt diese Anspielung von AJ, dass er Miz letzte Mal einen Zahn rausgeschlagen hat und so weiter. Also auch darauf ging man ein. Ja, dann Miz generell immer, wie er das einfach verkauft hat, dass er immer so gesagt hat, komm, ich komme mit der Wahrheit schon klar und die arbeiten doch für dich und so weiter. Hat er einfach auch wieder sehr gut rübergebracht. Und was mir aufgefallen ist, dass halt Reigns natürlich wieder ja, sehr abgefeiert hat, ihn sehr stark dastehen ließ und immer wieder auch sagte, er ist stärker wie du, er ist größer wie du und so weiter und so fort. Ist natürlich auch wieder so ein Indiz dafür, wenn jetzt ein Heel Miz einen Tweener Reigns feiert, in welche Richtung das Ganze vielleicht weitergehen könnte. Und ja, also wie gesagt, an sich fand ich es halt wirklich schön gemacht von Miz, auch wo er dann wieder diesen Spot drin hatte, wo er da diesen Satz immer wieder angefangen hat und immer wieder so diese Hollywood-Nummer nochmal mit anderen Emotionen das Ganze verkaufen wollte. Das war einfach wieder klasse, das passte perfekt und hat mich dann auch schon wirklich mal wieder gehypt auf dieses Match, was wir ja schon häufiger mal hatten mittlerweile. Aber man freute sich jetzt drauf, weil auch die vorherigen Geschichten halt mit eingebunden wurden. Das stimmt, also The Miz gegen AJ Styles gab es schon relativ oft, hier eben auch bei dieser Smackdown-Episode. Und Roman Reigns, den du ja gerade schon angesprochen hast, den haben wir diese Woche bei Smackdown nicht gesehen. Von daher wollte ich nochmal ganz kurz zu Reigns verlieren, dass die WWE genau alles richtig macht gerade. Also abgesehen davon, dass er Champ ist und nicht in den Main Event gehört, hat er einen richtigen Charakter und er ist jetzt endlich in dieser Heel-Richtung wieder eingepeilt, wo er auch sein muss. Ich hoffe, er verliert bald den Titel, wird dann genau mit diesem Charakter in der Midcard eingesetzt. Dann habe ich eigentlich nichts mehr zu beanstanden. Also es ist wirklich eine starke Besserung, die man mit Reigns hier zumindest charaktertechnisch hinlegt. Ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass er so nicht im Main Event funktioniert und da erstmal wieder runtergeholt werden muss. Das ist, denke ich, klar. Aber ich würde sagen, wir sprechen über das erste Match des Abends, denn es war ein Non-Titles WrestleMania Rematch zwischen Ryback und Kalisto. Die beiden trafen bei WrestleMania 32 in der Kickoff-Show aufeinander. Hier hat Kalisto seinen Titel verteidigt. Bei dieser Smackdown-Episode hat er ihn zumindest nicht verloren, aber nach 10 Minuten gegen Ryback das Match verloren. Und das nach einem ziemlich coolen Konter. Es gab hier den Salida del Sol fast, der dann eben gekontert wurde in den Share-Shock-Finisher von Ryback, der damit auch das Match siegreich beenden konnte. Eine sehr, sehr interessante, wenn auch nicht gute Sache meiner Meinung nach. Ich habe eigentlich vermutet, dass Ryback sich den Titel bei WrestleMania holt, fand es gut, dass Kalisto das verteidigt hat, aber im Endeffekt, was ist dieses Showing, was man Kalisto gibt? Das ist doch
Das kann doch einfach nicht ihr Ernst sein. Also ohne Witz, das ist sehr, sehr schwach, wie die WWE gerade wieder Kalisto einsetzt, weil sie ihm einfach nicht die Chance geben, overzukommen. Beziehungsweise er ist ja over, aber sie geben ihm einfach nicht die Chance, ein guter Champion zu werden. Und das ist ein Riesenproblem in der Darstellung von Kalisto, weil er einfach nicht dieses Spotlight bekommt, was er verdient und auch braucht, um ein guter United States Champion zu sein. Ryback gewinnt hier also gegen Kalisto und ich kann mir vorstellen, dass es bei Payback wirklich den Titelsieg von Ryback gibt, wenn es hier nochmal ein Match zwischen den beiden geben wird, wovon ich jetzt mal ausgehe. Man kann es natürlich auch wieder in den nächsten Raw-Episoden abhandeln. Oder SmackDown-Episoden, keine Ahnung, dass es da dann das Rematch gibt. Ich weiß es nicht. Kalisto ist auf jeden Fall in keiner wirklichen Fehde. Und ich weiß nicht. Ich meine, vom Match her war es wieder ganz cool. Ich fand es besser als das WrestleMania-Match, aber jetzt auch nichts Krasses. Also das andere SmackDown-Match, was die beiden hatten, war deutlich stärker. Ja, also ich fand es auch besser als das WrestleMania-Match, klar. Das war jetzt auch nicht so schwer. Ich meine, ein paar Geschichten hatten wir auch hier wieder, diesen sehr langen Superplex von Ryback, den er halt sehr lange gehalten hat. Generell auch hier war er natürlich wieder sehr dominant und schmiss Kalisto wieder durch den Ring. Also auch das war wieder dasselbe Spiel, sag ich mal, was wir schon mal hatten alles. Und diesmal fand ich den Konter aber auch sehr cool gemacht in den Shell Shock halt von ihm. Wurde ja vorher auch nochmal gekontert von Kalisto, wo er den schon mal angesetzt hat in den DDT und so. Also von daher war diesmal ein bisschen mehr Spannung, in Anführungsstrichen natürlich jetzt hier nur im Match drin. Und hat ja auch relativ viel Zeit bekommen für so einen SmackDown-Opener. Fast 10 Minuten, ist ja auch nicht immer so. Und zu seinem Showing von Kalisto muss ich dir da natürlich auch recht geben. Also der Titel, der geht schon jetzt wieder so den Bach runter, was jetzt nicht unbedingt an ihm liegt, sondern einfach, wie er dargestellt wird. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, man weiß nicht, wo man hin soll. Ob man jetzt diese Ryback-Geschichte weiter aufziehen soll und diese Fehde in Anführungsstrichen. Ob man das Ding jetzt endlich mit Sin Cara macht, dass der halt turnt. Und ihn vielleicht dann den Titel kostet oder ihn den Titel abnimmt. Oder was ich auch bis vor kurzem eigentlich noch dachte, dass man die Lucha Dragons einfach zusammen im Team lässt und auf Primo und Epico eben wartet als Gegner. Also als Tag-Team-Fehde, meinst du? Genau. Weiß ich jetzt auch nicht. Also keine Ahnung, Primo und Epico sind halt auch so ein Tag-Team, von denen erwarte ich genau wie von den Vaudevillains, dass die einfach 2 Monate da sind und dann untergehen. Also ich weiß nicht, aber ich sehe da nicht so viel Potenzial. Ich fände halt dieses Szenario, was du gerade schon angesprochen hast, mit Kalisto gegen Sin Cara sehr, sehr cool. Ich hoffe, dass man das umsetzt. Man hat ja die Möglichkeiten. Das Problem ist, dass man einfach das Ganze nicht umsetzt. Kalisto ist ein super Wrestler und kann vor allem in diesem Charakterbau-technischen noch sehr, sehr viel aus sich rausholen, denke ich. Und man gibt ihm aber leider nicht die Chance dazu. Von daher mal sehen, ob Kalisto hier trotzdem noch die Chance bekommt zu scheinen. Gehen wir zum nächsten Segment, denn es gab oder sollte ein Match zwischen Dolph Ziggler und Baron Corbin geben. Allerdings attackiert Corbin Ziggler bereits vor dem Match, während des Entrances von hinten. Ja, nachdem Ziggler Bekanntschaft mit der Ringabsperrung und den Treppen gemacht hat, kassiert er noch den End of Days von Baron Corbin, seinem Rivalen, in der Fehde, die ja dann bei Payback in einem Match enden wird. Genau. Nach dieser Attacke hat dann Corbin noch auf der Rampe erzählt, warum er Ziggler attackiert hat, weil er es kann. So, damit verschwindet Corbin wieder backstage. War echt richtig, richtig cool. Also war ein kleines Segment und es hat das getan, was es tun sollte. Man hat Corbin gesehen, der absolut wieder unfair agiert hat, der einfach der absolute Badass auch war, weil er es kann. Er attackiert Ziggler, weil er es kann, weil er einfach ein Bully ist und weil er ihn zerlegen kann, weil er es kann. Das ist Baron Corbin, das ist sein Charakter, der ist ein Badass und der gibt einen Scheiß drauf, was ein Dolph Ziggler macht, geschweige denn, was er von ihm denkt. Also, das ist sehr, sehr cool, was man hier mit Corbin gemacht hat. War simpel, aber auf jeden Fall cool. Und sowas ist einfach ein Segment, was ich mir auch öfter mal vorstellen könnte für den Charakter Baron Corbin, muss ich sagen. Ja, also auf jeden Fall hat es den Charakter weiter geformt. Diesen, wie du schon sagst, diesen Bully-Charakter, den er jetzt hier immer mehr bekommt und weg von diesem Anti-Indie-Guy-Gimmick, was er jetzt zum Schluss bei NXT hatte. Und das passt einfach auch richtig gut zu ihm, wie das jetzt hier wieder verkauft wurde, dass er eben Ziggler überrascht hat und einfach in dem Punkt, sag ich mal, cleverer
agiert hat und ihn da wieder mal abgefertigt hat. Klar, war jetzt nicht besonders lange oder nichts Besonderes, aber für den Charakter war es eben gut. Und dann auch dieses Interview, sage ich jetzt mal zum Schluss, war halt eine sehr geile Antwort einfach, weil ich es kann. Also das, ja, das passte auch. Also irgendwie dachte ich danach, wo er rausging, echt, ja, genau, also das nehme ich dir ab, das passt zu ihm. Und von daher, ich kann ja nur nochmal sagen, dass ich ihn ja generell ganz gut finde und ihm da auch wirklich gönne, dass es sehr schnell, sehr weit nach oben geht, Richtung Main Event vielleicht irgendwann mal, nicht zu übertrieben schnell, aber irgendwann sehe ich ihn da auf jeden Fall. Und von daher war das ein gutes Segment mal wieder, um die Fehde noch zu pushen. Und was ich noch ansprechen will, diesen, ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast, diesen Spot, den der kurz davor noch vor diesem Match lief, dieser Anti-Smoking-Spot von Ach so, Natalya ja. und Titus O'Neil, genau, die waren beide mit Der drin. gute alte Der Titus. durfte immer wieder ran. Und das fand ich halt ganz lustig, dass die WWE einfach Finish it, also ein Wort schreibt und am Ende steht Shit. Und das war einfach so dominant, wo das zum Schluss eingeblendet wurde, dieses Finish it zusammen. Und fand ich einfach sehr gut. Okay, ja gut, den Werbespot. Ich muss ja nochmal hier anmerken, dass die amerikanische Anti-Raucher-Werbung cool ist. Also das mit Titus O'Neil und Natalya, ja gut, das war halt da gesehen und vergessen Style. Aber was war das in der Raw-Werbepause? Wenn ich manchmal Raw live gucke, dann siehst du da ja auch die amerikanische Werbung teilweise. Und da war mal so ein richtig krasser Spot, das muss ich jetzt hier mal einstreuen, obwohl es nichts mit der Show zu tun hat. Aber keine Ahnung, da geht so ein Mädchen zu einer Theke und sagt, ich will eine Packung Zigaretten. Dann sagt die Verkäuferin, ja, $5 oder so, dann gibt's hier $5. Dann sagt die Verkäuferin allerdings, du brauchst noch ein bisschen mehr, Schätzchen. Und das Mädchen, um eben diese Zigaretten zu bekommen, reißt sich dann so ein Teil ihrer Haut von der Backe, legt sie auf die Theke mit den 5 € und bekommt die Zigaretten. Richtig, richtig stark. So schreckst du die Jugend ab, dass sie nicht rauchen. Also das ist wirklich komplett kreativ durchdacht und sehr, sehr stark gemacht. Nicht alles, was aus Amerika kommt, ist schlecht, muss ich nochmal sagen, ja? Und das kann man eigentlich auch zum nächsten Match sagen. AJ Styles gegen The Miz gab's hier. Das war, ja, muss man schon mal sagen, die Podcast-Skills kommen hier raus. Genau, das Match wurde ja schon im Anfangssegment angesetzt. Das Ganze ging gut 16 Minuten, hat sehr viel Zeit bekommen, war auch wirklich ein cooles Match. Die beiden haben ihre Sequenzen wieder rausgehauen. Einiges hatte man auch schon gesehen in den Aufeinandertreffen davor. The Miz wollte während des Matches dann flüchten, weil es ihm irgendwie zu dumm wurde oder so. Das wurde jedoch von Gallows und Anderson unterbunden, die auf der Stage standen, beziehungsweise eben The Miz daran gehindert haben, die Flucht zu ergreifen. The Miz ging dann zurück, kassiert den Vorarm und dann nochmal den Phenomenal Vorarm im Ring. AJ Styles gewinnt dieses Non-Title Singles Match. Damit hat The Miz als zweiter Mid-Card-Champion hier clean sein Match verloren, was natürlich nicht sehr förderlich ist für das Standing des Intercontinental Championships und des United States Champion Titels. Aber trotzdem war das cool, um AJ Styles wieder Momentum zu geben. Nach dem Match gibt es noch den Stare-Down zwischen Styles und Gallows und Anderson. Das war auch nochmal ganz cool und war auch eine gute Weiterführung mit Gallows und Anderson. Man weiß eben nicht, was in der nächsten Zeit passiert. Hat sich AJ Styles jetzt wirklich mit den beiden verbündet oder ist es vielleicht doch eine komplett andere Story, die dahinter steckt? Oder gibt es da noch einen Twist oder so? Keine Ahnung. Fand ich sehr, sehr interessant und auch gut gemacht hier. Ja, also das auf jeden Fall. Da ist definitiv sehr, sehr viel Potenzial da. Ich denke mal, da wird noch jemand Viertes relativ zügig auftauchen. Stichwort NXT-Folge. Und ja, also ich denke, da wird schon noch was Entscheidendes bald passieren. Und zu dem Match muss ich sagen, für mich eins der besten SmackDown-Matches seit langem. Also wirklich, ich fand das Match richtig, richtig stark. War schon wirklich danach so ein bisschen geflasht. Hatte für mich auch Pay-Per-View-Niveau, würde ich wirklich sagen, weil wir hatten alles drin in diesem Match. Finde ja beide technisch auch sehr gut, auch The Miz, muss ich hier auch nochmal sagen. Und der durfte vor allen Dingen auch mal wieder was zeigen, das hat mich auch gefreut. Deswegen finde ich jetzt nicht, wie du gesagt hast, halt, dass er im Showing jetzt schlecht dasteht, weil man muss ja überlegen, gegen wen er hier verloren hat, also sprich gegen den potenziellen nächsten WWE-Champion. Und von daher finde ich, hat ihn das Match jetzt nicht geschwächt, weil er eben auch im Match relativ stark dagestanden ist. Also er durfte ja auch viel zeigen, viele seiner typischen Moves halt zeigen.
Und von daher war das Match richtig lang und richtig gut. Und wäre da wirklich sternemäßig, wenn ich es jetzt einteilen müsste, schon bei 4,5, fast 4,5, ungefähr ein What? Viertel. Doch, ich fand es richtig gut, weil ich wirklich What? für ein Smackdown-Match, man muss ja wieder sagen, ich passe das ja immer an den, Anforderungen praktisch an das Match an. Und so ein Match erwarte ich einfach momentan nicht bei SmackDown. Und danach war ich richtig begeistert von diesem Match. Und deswegen kriegst du so viele Sterne von mir. Okay, ja, also ich fand's echt ein gutes Match, ein sehr gutes Match sogar, aber ja, ich wäre jetzt höchstens auf 4 oder nicht auf 4, sondern auf 3,5 höchstens gegangen, wenn ich gut drauf bin. Ja, Der also Klassiker. der gute alte Klassiker, das stimmt, das ist eigentlich Alex' Spruch. Ja, 5 von 3 Viertel, wenn ich gut drauf bin. Aber ich bin nicht gut drauf. aber gut, im Endeffekt, ja, es war schon stark, aber ich fand es jetzt nicht so stark wie du. Trotzdem, an sich, von den Fäden hat man viel richtig gemacht. Ich finde es halt einfach schade, dass The Miz und Kalisto beide als Midcard-Champions verlieren. Das wirft kein gutes Licht auf die Titel, aber das ist auch nichts Neues. Gehen wir kurz noch zu einem Backstage-Segment von Karl Anderson und Luke Gallows, die hier nochmal erklären, sie werden einen gewaltigen Eindruck hinterlassen bei ihrem Raw-Debüt im Ring, bei dem sie nächste Woche die Usos auseinandernehmen werden, haben sie angekündigt. Und dann gab es noch ein Backstage-Segment mit Sami Zayn und Dean Ambrose. Das war auch ganz cool gemacht. Die wollen hier beide einen Tag-Team-Namen einführen, kamen dann aber nicht wirklich auf einen grünen Zweig und so weiter. Also das war hier nochmal alles, um die Storylines kurz weiterzuführen, beziehungsweise um den Main-Event zu halten. Ja, also klar, man hat das Ganze ja hier nur so dargestellt, dass irgendwie schon die beiden sich verstehen, aber Ambrose einfach so verrückt ist oder zu verrückt ist für Zayn und mit dem Tag-Team-Namen waren sie da wirklich am Hin und Her überlegen. Am Ende haben sie ja nichts gefunden und war aber vom Showing wieder ganz gut und ja, es kam ganz lustig rüber halt, wie die beiden praktisch zusammen agieren und ein gemeinsames Ziel einfach haben. Also das schon. Genau. Das dazu gehen wir zur Women's Action. Paige und Natalya gegen Team BAD. Tamina und Naomi waren hier in Team BAD natürlich vertreten. Paige und Natalya als Faces in diesem Match gewinnen das Ganze auch. Paige hatte, glaube ich, so eine Britenflagge dann noch nach dem Match am Start. Das Finish sah so aus. Es gab hier einfach diesen PTO von Paige, während Natalya eben Tamina im Sharpshooter gehalten hat. Also einfach wieder dieses Submission-lastige Ende, was man gebracht hat. War 5 Minuten lang, war jetzt nichts Krasses vom Match her, auf keinen Fall erwähnenswert oder so. Und ja, es war ganz cool, wobei man auch sagen muss, ich meine, Naomi, die geht sowas von unter, die habe ich ja teilweise letztes Jahr als würdige WWE Divas Championess gesehen, so hieß es ja damals noch. Also, ich weiß nicht. Irgendwie ist Naomi auch stark unter ihren Anforderungen beziehungsweise unter ihrem Potenzial. Ja, das Match an sich war halt einfach da. Ja, also es war natürlich auch, um Paige hier nochmal rauszubringen als Hometown Hero in Anführungsstrichen. Ja, also das war wirklich nichts Besonderes. Was wir noch vor dem Match hatten, war ja nochmal dann mit Miz und Shane im Ring. Hast du das Habe noch ich auf dem das Zettel? vergessen? Ja, das besprechen wir gleich, stimmt ja. Okay, genau. Ja, also wirklich zu diesem Match, zu dem Dieven hätte ich jetzt fast schon wieder gesagt. Aber nein, es sind es ja nicht mehr. Ja, weil es war wirklich, habe ich mir da auch notizmäßig nichts Besonderes aufgeschrieben. Wir hatten zum Schluss halt dieses Double Submission Finish. Wie gesagt, war für mich halt hauptsächlich dafür da, um Paige hier zeigen zu können, weil es ging ja jetzt auch in der Fehde von Natalya gegen Charlotte nichts weiter. Von daher wenig Sinn für mich. Ja, würde ich auch zustimmen. Das, was wir jetzt gleich besprechen, also dieses Shane The Miz-Segment, war übrigens nicht in der TV-Fassung. Also, das war nur in dieser vorab aufgenommenen Sache. Im Endeffekt war es ein Dark-Segment, also ein Segment, was nicht im TV dann ausgestrahlt wurde. Aber wir werden es trotzdem kurz ansprechen für die Leute, die es nicht gesehen haben, beziehungsweise für die Leute, die es gesehen haben und unsere Meinung wissen wollen. Es war ja da so, Shane McMahon kam nach dem Match oder von The Miz gegen Styles raus und hat hier eben nochmal gesagt, ja, hier das und das. Ich bin jetzt derjenige, der hier eigentlich nicht das Sagen über SmackDown hat, aber ich bin trotzdem am Start und so weiter. The Miz tippt ihn dann immer wieder so an. Shane sagt ihm,
Bitte fass mich nicht an. Und The Miz provoziert das Ganze natürlich. Am Ende gab es hier den Brawl. Ja, guten Brawl war es eigentlich nicht. Shane McMahon hat The Miz abgefertigt. Und was ich richtig krass fand, war diesen Flying Elbow von Shane. Der ist ja da richtig in The Miz quasi rein explodiert. Also richtig, richtig krass. Guckt euch das nochmal an, falls ihr das irgendwie auf die Reihe kriegt. Das war so voll explosiv, habe ich mir auch ein paar Mal angeschaut. Ich habe das gar nicht erwartet, dass Shane auf einmal wieder so abgeht. War auf jeden Fall cool und ich meine, der Typ ist ja sowieso der absolute Publikumsliebling. Ja, also ich fand das Segment auch richtig stark. Also, dass sowas nicht in die Show kommt, finde ich auch dann auch immer schade, weil das hätte es definitiv verdient. Dafür natürlich die Frauen, die hier in Ja. einem ja, sehr belangvollen Match natürlich standen. Eben, also deswegen, das ist echt schade, weil es war einfach von beiden wieder richtig stark gemacht. Auch Miss hier nochmal wieder, der danach ja wieder gesagt hat, hier, er kommt mit der Wahrheit klar und ja, er weiß, wie es läuft bei AJ und so weiter. Also das war auch von ihm nochmal richtig stark nach dem Match, ging ja dann dafür auch halt relativ lange eben. Und ja, wie du schon gesagt hast, Shane halt, wo er rauskam, fand ich auch noch immer sehr amüsant wieder, dass die Kommentatoren sehr verwundert waren, was Shane denn in London macht, wo er vorher noch bei Raw war in England. Da kann man, ja. Aber dann sagt er das, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendeiner von beiden sagte dann eben auch, ja, er war ja schon bei Raw, und dann sagte, ich glaube, Jerry Lawler sogar, but this is SmackDown. Da dachte ich mir auch so, ja, genau. Das ja, passt mal wieder zu dem Weltbild, was die WWE von SmackDown hat. Sprich, dass da kein Arsch hinkommt normalerweise. Und deswegen waren sie vielleicht auch so ein bisschen verwundert, dass er überhaupt da eben auftritt. Ja, aber auch Miss halt, wo er diese Cheap Heat gezogen hat und über London hergezogen hat, wo er da auch noch sagte, this is your biggest boo, und dann ging es halt richtig ab. Also war richtig stark von beiden. Also Miss halt und Shane, wie er dann nachher abging, war auch richtig stark gespielt. Auch wo er am Anfang immer nur sagte, what's up, und Miss sich dann auch darüber aufgeregt hat, ja, das ist alles, deswegen kommst du hier raus, und konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Und den Ellbogen habe ich mir auch ein paar Mal gegeben, weil der war schon, ja, sehr intensiv, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, das stimmt. War sehr, sehr cool an sich vom Segment. Verstehe ich das auch nicht, warum hier sowas zum Beispiel rausgeschnitten wird. Also keine Ahnung. Das fand ich ich würde jetzt nicht sagen Highlight der Show, aber doch irgendwie trotzdem, es ging schon in die Richtung. Also ich fand das Segment richtig cool und verstehe eigentlich nicht, warum man das jetzt hier wieder rausgenommen hat. Aber gut, das ist halt die WWE-Logik, die gute alte. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Aspekt der Show. Es gab hier ein Match zwischen R-Truth und Fandango. Special Guest Referee war Gold Dust und R-Truth gewinnt das Ganze natürlich ziemlich schnell mit dem Lie-Detector. Nach dem Match gab es noch eine Tanzeinlage, die super strange war. Also keine Ahnung, ich kann mich einfach mit dieser ganzen Fehde, falls man es überhaupt so nennen kann, überhaupt nicht anfreunden. Also es ist überhaupt nichts für mich. Ich stehe nicht auf dieses Comedy-lastige und ich finde auch Goldust und R-Truth, die fand ich am Anfang ganz lustig, aber durch diese ganzen unnötigen, langwierigen Videosequenzen und das hängt mir alles mittlerweile so zum Hals raus und man muss ja sagen, das Tag Team wurde ja noch nicht mal geformt und jetzt ist es schon nervig, also sehr eigenartig. Ja, das stimmt allerdings. Also, dass man jetzt hier Fandango noch irgendwie da mit einbaut, okay, irgendwie passt da mit rein. Auch hier dieses ganze Dance-Battle dann schon vor dem Match und im Match immer mal wieder. Klar, das war definitiv so ein Comedy-Segment hier, dieses ganze Match. Und ja, zum Schluss tanzt dann doch wieder Goldust mit R-Truth, und ach, irgendwie ist es halt dieses ewige Hin und Her, und dafür ist es einfach zu relevanzlos, auch dieses Tag-Team. Es wird ja jetzt nicht die Tag-Team-Szene dominieren, revolutionieren, was auch immer, und von daher ist es halt ein bisschen zu viel um den heißen Brei Gerede, sag ich mal, bevor es dann zum Tag-Team irgendwann kommt. Auf jeden Fall, also man hat da einfach sowas von übertrieben. Keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach das ganze Tag-Team geformt hat und dann einfach guckt, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Ja, dann ist es halt so. Aber
diese ganzen Segmente, die führen ja im Endeffekt nur zum Gegenteil. Und zwar dazu, dass die Leute irgendwann genervt davon sind und es nicht mehr sehen wollen. Von daher, ich glaube, man hat sich damit so ein bisschen ins eigene Bein geschossen. Aber was weiß ich schon, ich bin ja nur ein dummer Fan. So, gehen wir zum vorletzten Punkt der Show. Enzo Amore und Colin Cassidy kommen raus, halten ihre Promo, werden von den Wortvillains unterbrochen. Das waren hier die vier Finalisten, die bei Payback natürlich in ihrem oder im Tag Team Tournament für die Number One Contender Spots antreten werden für den Tag Team Titel von The New Day. Ja, war ein schönes Promo-Duell, fand ich. Ich fand es auch stark, dass die Wortvillains mal ein bisschen Promo-Zeit bekommen haben, weil so bekommt man ein bisschen einen tieferen Blick zu ihnen, beziehungsweise in sie rein, keine Ahnung. Also, es hilft ihnen einfach in ihrer Präsenz weiter, wenn sie auch mal ein bisschen reden dürfen, was sie hier getan haben. Ich fand auch die Promo von beiden Seiten natürlich nicht schlecht. Colin Cassidy und Enzo Amore natürlich wieder gewohnt unterhaltsam, auch wenn die Sprüche von Enzo dieses Mal nicht so gut waren. Also, keine Ahnung, da war wenig dabei, was mich jetzt umgerissen hat, so wie die letzten Male. Ja, SAWFT, soft. Und die Wortvillains fand ich ja sogar ziemlich cool, wie sie immer in dieses Intellektuelle reingegangen sind und eben gesagt haben, ja, wir stehen über euch, ihr seid doch alle nur kindische Parolenbrüller und so weiter. Also das war sehr, sehr cool. Ja, also ich fand das Promo-Duell auch stark. Enzo und Cass halt typisch stark, sag ich mal, oder die typische Promo war es halt wirklich von den beiden. Und die Wortvillains, die Promo war eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber die Crowd hat es auch wieder überhaupt nicht angenommen, finde ich. Sie sind einfach absolut nicht over und ja, ich sage ja immer noch, dass sie das Turnier gewinnen werden und dann Herausforderer Nummer 1 werden. Und wenn man sich dann einfach diese extrem krasse Gegenüberstellung gegen New Day anguckt, was Overness angeht, das sind ja Lichtjahre Unterschied. Und da weiß ich absolut nicht, wie das Ganze enden soll. Ich meine, es wird jetzt umgekehrt auch wieder gerüchtet, man will Enzo und Cass eventuell schützen, weil New Day noch den Titel behalten sollen und so weiter. Also da ist es schon ein spannendes Finale, wird es definitiv werden, weil eben auch diese Backstage-Gerüchte mal in die eine Richtung gehen, mal in die andere Richtung gehen. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, Enzo und Cass sind tierisch over. Warum sollte man es nicht ausnutzen? Aber wie gesagt, was da einen Sieger angeht, würde ich mich da schon auf die Wortvillains festlegen, auf jeden Fall. Ja, also ich kann es mir auch vorstellen. Ich kann mir ehrlich gesagt beide Szenarien vorstellen. Ich glaube im Endeffekt auch, dass die Wortvillains hier den Sieg davontragen. Ob sie jetzt den Titel gewinnen, naja, oder die Titel gewinnen, ich wage es sehr zu bezweifeln. Gehen wir zum Main Event der Show von SmackDown. Wir haben ja wieder ziemlich viel geredet schon wieder. Fast eine halbe Stunde für SmackDown voll. Zeigt natürlich auch, dass die Qualität von SmackDown immer wieder ein bisschen zugenommen hat jetzt in der letzten Zeit, muss man auch sagen. Also kann man vielleicht mal würdigen. Ich fand jetzt die letzten Episoden von SmackDown echt nie wirklich schlecht oder so. Das auf keinen Fall. Und ansonsten eigentlich immer ziemlich interessant sogar, man hatte ein paar Fäden-Weiterführungen so, auch in diesem Main Event Kevin Owens und Chris Jericho gegen Sami Zayn und Dean Ambrose. Es wurden hier wieder diese beiden Fäden verbunden. Fand ich von der Ansetzung wieder ein bisschen, ich sag mal, kreativlos oder unkreativ, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Ja, im Endeffekt, Kevin Owens und Chris Jericho gewinnen dieses Match, nachdem Owens, genau, Owens, nee, warte mal, wie rum war das? Das war. Genau, Finish, meinst du o jetzt? Owens hat Ambrose von diesem Turnbuckle da gestoßen, Jericho Jericho. pinnt ihn. Nee, Oder andersrum. Jericho schubste Ambrose und Owens Ah, okay. Auf jeden Fall ist ja auch egal, wie rum es war. Im pinnt. Endeffekt war es ein ziemlich komisches Finish, weil Dean Ambrose hier eben gesellt hat, dass er eins in die Weichteile bekommen hat. Keine Ahnung, das war sehr eigenartig. Das Finish war auch überraschend, fand ich. 12 Minuten ging das Match, war vom Match her auf jeden Fall nichts Verkehrtes. Am Ende, also das Highlight für mich war am Ende, wie einfach Kevin Owens Chris Jericho angesprungen hat. Das war super lustig, aber an sich, ja, war ziemlich standardmäßig, um die Fehde weiterzuführen. Ja, also vom Match her war es ja wirklich das, was sich jetzt so die letzten Wochen immer angekündigt hat und worauf ich ja schon lange gewartet habe, endlich mal wieder ein Tag Team Match im Main Event bei SmackDown. Und ja, hier haben wir es jetzt bekommen. Wie gesagt, der Aufbau oder die Anzeichen waren ja schon länger da. Und an sich von der Qualität war es definitiv gut, das Match, muss man wieder so sagen. Ich meine, vier fähige Worker.
liegt es auf der Hand, dass es ein gutes Match werden könnte. Und war es auch hier wieder, Owens halt wieder mit seinem typischen Trash-Talk dabei. Wir hatten Lion Salt von Jericho, also wirklich alle typischen Moves im Match. Blue Thunderbomb natürlich gegen Jericho auch mal wieder. Ambrose Asylum, also eigentlich alles. Dirty Deed zum Schluss sogar gegen Owens, wo Jericho noch gerettet hat. Ja, dann von Sammy den Hoover-Kick, wobei das eigentlich mehr ein Dropkick war, aber von den Kommentatoren. Stimmt, das so hat mich sehr gewundert. Also irgendwie, keine Ahnung, Morrow hat hier rausgehauen, oh, Hoover-Kick. Junge, das war einfacher Dropkick, keine Ahnung. Ja, also das fand ich auch ein bisschen skurril. Und ja, dann das Finish war wirklich schon ein bisschen schwach, vor allen Dingen da man auch im Replay, was sie ja dann komischerweise nochmal eingeblendet haben, ganz deutlich sah, wie Ambrose eigentlich nur auf seinem Oberschenkel gelandet ist. Also weiß ich nicht, hätte man ein bisschen spannenderes Finish machen wollen. Okay, gut, es ist nur SmackDown, muss man wieder dazu sagen. Und es sind ja eigentlich die zwei Fäden, die momentan am meisten im Fokus stehen im Main Roster bei der WWE, weil Reigns gegen AJ kommt ja so ein bisschen mehr in den Hintergrund, finde ich. Und ja, ich denke mal, da wollte man jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Man hat wieder so einen Dirty Move von Jericho genutzt, um das Ganze zu beenden. Und ja, so gehen die Fädenprogramme natürlich weiter. Und zum Schluss merkte man auch, muss ich dir recht geben, ich finde einfach, man merkte ganz krass, wie Owens es genießt, mit Jericho zusammenzuarbeiten. Auf jeden Fall. Also das merkte man wirklich, dass das so sein Hero ist. Und zum Schluss hat er auch noch Canada gebrüllt und so. Also man merkt einfach richtig, dass er Spaß hat, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ja, freut mich natürlich für ihn. Auf jeden Fall, also ich denke auch, ich meine, Kevin Owens ist ja langjähriger Wrestling-Fan und ich denke, ja, vor allem, weil er auch so Stone Cold Steve Austin-Fan war, dass auch ein Chris Jericho einer seiner Lieblingswrestler war, beziehungsweise eine seiner Ikonen tatsächlich gewesen ist, beziehungsweise immer noch ist, und jetzt kann er natürlich mit ihm zusammenarbeiten, was sehr, sehr cool ist und was man ihm natürlich auch gönnen kann. Aber gut, ich würde sagen, das war's zu SmackDown diese Woche. Viel mehr gab es jetzt nicht zu besprechen, war ja auch genug auf jeden Fall, kann man sagen. Wir haben eine halbe Stunde drüber reden können, das reicht ja für eine zweistündige Wrestling-Show, von daher war es das hier von uns. Schreibt uns gerne euer Feedback in die Comments, hast du noch irgendwas loszuwerden zu SmackDown? Ja, es war wieder eine solide, gute Show, muss man wirklich sagen. Also für das, was wir halt vorher gewohnt waren. Mittlerweile, der Trend geht immer mehr aufwärts. Dementsprechend steigen natürlich auch bald hoffentlich wieder die Erwartungen. Aber mit so einem Match wie AJ gegen Miz bin ich absolut hochzufrieden mit dieser Ausgabe. Okay, das auf jeden Fall. Also ich fand es auch eine für SmackDown-Verhältnisse ziemlich coole SmackDown-Ausgabe und ziemlich gute SmackDown-Ausgabe. Genau. Das war's von uns. Wie gesagt, schreibt eure Comments unten rein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.